Für unser Land, Hand in Hand, für den Mittelstand und alle im Land. Wir fordern, was uns zusteht, dass jeder hier in Würde lebt. Energie, die sicher fließt, und Steuer, die uns nicht zerdrückt. Wohnraum für alle, bezahlbar und klar. Zukunft in unserer Heimat, wunderbar. Hand in Hand für unser Land. Gemeinsam stehen wir stark und frei. Für Wohlstand, für Gerechtigkeit, für Frieden in unserer Zeit. Hand in Hand, wir ziehen los. Für Freiheit, fair und groß. Mit Herz und Mut in diesem Land. Gemeinsam, Hand in Hand. Selbstbestimmung, Tradition, für unsere Werte, für Vision. Lebensmittel hier produziert, Forschung, die uns weiterführt. Löhne, die den Menschen dienen, Politik mit Herz und Disziplin. Mandate nur für die, die es können. Fehlverhalten wird hier nicht belohnt. Hand in Hand für unser Land. Gemeinsam stehen wir stark und frei. Für Wohlstand, für Gerechtigkeit, für Frieden in unserer Zeit. Hand in Hand, wir ziehen los. Für Freiheit, fair und groß. Mit Herz und Mut in diesem Land. Gemeinsam, Hand in Hand. Keine Schulden für fremde Projekte. Unser Fokus hier auf echter Stärke. Asylpolitik mit Recht und Maß. Für jeden hier im gleichen Maß. Hand in Hand für unser Land. Gemeinsam stehen wir stark und frei. Für Wohlstand, für Gerechtigkeit, für Frieden in unserer Zeit. Hand in Hand, wir ziehen los. Für Freiheit, fair und groß. Mit Herz und Mut in diesem Land. Gemeinsam, Hand in Hand für unser Land. Herzliches Willkommen, ihr Freunde des Friedens, der Freiheit und der Selbstbestimmung hier auf dem Rathausplatz in Zittau. Markus hat heute 333 aufrichtig gezählt. Naja, vielleicht minus 1 bis 2 aufrechte. Vielleicht ist wieder ein Journalist der Sächsischen Zeitung dabei oder ein anderer Aufpasser. Also sagen wir 331 Aufrechte und ein paar Würsten dazu. Zu Beginn wieder ein Dank an alle Aktiven, die die Veranstaltung in dieser Form möglich machen. An die Brausebläser, an die Techniker in Wort, Bild und Video. Und natürlich Dank auch an euch, die ihr da seid und vor allem Gesicht zeigt. Zum weiteren Programm, wie immer als nächstes die wöchentliche Presseschau mit Harry Fröhlich. Dann wird noch Frank Hamann einen Redebeitrag halten. Und wir schließen wie immer mit dem Oberlausitz-Lied. Diesmal aus der Konserve. Hier vorne liegt wie immer Informationsmaterial, Liedblätter, andere Dinge
und auch wieder eine Ausgabe der Corona-Informationsblätter. Lasst mich noch ein paar Worte zum Ukraine-Russland-Konflikt heute sagen. Die Entwicklung wird immer dramatischer. Es ist zutiefst erschreckend, wenn offensichtlich ein seniler Kreis wie Joe Biden den Dritten Weltkrieg herbeisehnt, wenn er genau heute vor einer Woche der Ukraine genehmigt, solche Raketen einzusetzen, die weit in das Innere Russlands eindringen können. Warum ist das aus meiner Sicht so gefährlich? Der Einsatz dieser Raketen ist nur von amerikanischem Personal leistbar. Die NATO greift also unmittelbar ein. General Flynn, ein ehemaliger nationaler Sicherheitsberater der USA, fordert nicht umsonst die sofortige Absetzung Bidens. Und zwar mit den harten Worten: Dies ist ein Appell. Und zwar mit den Worten: Bevor der Dritte Weltkrieg unumkehrbar ist, muss dem Wahnsinn ein Ende gesetzt werden. Dies ist keine Beschimpfung eines alten, kranken Mannes, sondern eine notwendige Beschimpfung des verderbten Systems, das sich solcher Marionetten bedient. Gerade bei dieser Tatsache drängt sich die angsterregende Frage auf: Wer regiert eigentlich diese Welt? Wer hat ein solches Interesse an diesem Stellvertreterkrieg? Eins ist klar: Gewinner sind die Rüstungskonzerne und die unfähigen Politiker, die dadurch vom eigenen Versagen ablenken wollen. Das gilt natürlich auch und erst recht für die Kriegstreiber im eigenen Land, wie Baerbock, Strack-Zimmermann oder Merz, die über die Entscheidung Joe Bidens jubiliert haben, noch gleich noch teuflischerweise Taurus-Raketen nachliefern wollen. Freu und Schande über diese Geschichtsvergessenheit. Diese Politiker wollen unser Land weiter an den Abgrund führen. Es wird höchste Zeit, dem ein Ende zu machen. Ja, ich gebe zu, in meiner Ohnmacht wünsche ich mir manchmal, dass Olaf Scholz vielleicht vergisst, die Vertrauensfrage zu stellen, damit es nicht noch schlimmer für Deutschland kommt. Ja, Eskalation geht aus meiner Sicht nicht nur vom Westen aus, auch von Putin, wenn der Einsatz nordkoreanischer Truppen stimmt. Der große Unterschied ist nur, auf Putin haben wir kaum einen Einfluss. Aber unseren Kriegstreibern müssen wir Einheit gebieten. Zumindest müssen wir es versuchen. Das ist unsere aller Pflicht. Und an dieser Stelle möchte ich ein Zitat bringen. Ein Zitat, wo ich erst am Ende sagen werde, wo es herstammt. Das Zitat lautet: Das ukrainische Militär terrorisiert seine eigene Zivilbevölkerung im Osten des Landes. Es trägt den Krieg mit Artilleriefeuer in Wohn- und Schlafzimmer und es nimmt keine Rücksicht auf die Not der Menschen im eigenen Land. Dies macht Europas Regierenden mitverantwortlich. Eine Regierung, die Unschuldige entführt, foltert und ermordet. Deshalb braucht es jetzt eine klare Botschaft an die Machthaber in Kiew. Zitat Ende. Und jetzt kommt eigentlich das Entscheidende. Diese Worte stammen nicht
aus einer russischen Putin-Propaganda, sondern aus der Tagesschau der ARD 2014 in einem Kommentar von Georg Ressle. Dieser Krieg hat also eine lange Vorgeschichte und besteht nicht aus dem uns von dem Mainstream wie Politik, Medien und Kirchen vorgemalten Schwarz-Weiß. Ein wahrscheinlich für die Ukraine gerechterer Frieden wäre möglich gewesen, mit den Friedensvorschlägen aus Istanbul bereits wenige Tage nach dem Überfall. Viel Schlimmes hätte man der Ukraine und Russland ersparen können. Was Putin damals schließlich zugelassen hätte, wissen wir nicht genau. Aber was wir sicher wissen ist, der Westen hat diese Vorschläge für Waffenstillstand und Frieden abgelehnt. Der Westen hat es in unverantwortlicher Weise so nicht gewollt. Vielleicht musste es jetzt erst zu dieser gefährlichen Eskalationsstufe kommen, damit Vernunft wieder in die Politik einzieht. Es besteht ja eine gewisse Chance, auch durch den baldigen Machtwechsel in den USA. Stehen wir gemeinsam für den Frieden ein, hoffen wir inständig darauf und beten wir dafür. Freunde, willkommen zur Presseschau. Heute Montag, den 25. November. Im ersten Punkt das Thema Kampf um Meinungsfreiheit. Mit dem Wahlsieg von Donald Trump eskaliert der Kampf um die Meinungsfreiheit. Das EU-Digitalgesetz ist eine Kampfansage an die Plattform X und Elon Musk, der aus dem Konvoi rot-grün-woker Zensur und Gesinnungskontrolle ausgeschert ist. Mit dem Machtwechsel in den USA erhält das Ringen um die Meinungsfreiheit im Netz eine machtpolitische Dimension. Die EU will mehr, der neue US-Präsident weniger Regulierung. X-Chef Musk nennt den grünen Wirtschaftsminister Habeck, der das Lied totaler Überwachung singt, einen Narren. Der politische Klimaumschwung lässt die Panik steigen. Das Ideologiegebäude aus Wokeness, Migrationsextremismus, Klimawahn und ökosozialistischer Planwirtschaft kann ohne Propaganda, Sprechtabus und Denkverbote nicht bestehen. Ohne Meinungsfreiheit keine Demokratie. Die Gelegenheit ist nun günstig, beide wieder zurückzuholen und ihnen den ursprünglichen Sinn zurückzugeben. In Punkt 2, sie sind dann mal wieder da. Wer aus Deutschland abgeschoben wird, 2024 waren das bisher 14.718 Ausländer, wird mit einer Wiedereinreisesperre belegt. Sie soll verhindern, dass die Person ohne Erlaubnis erneut nach Deutschland einreist. In der Praxis erweist sich das allerdings als wenig effektiv, denn die Behörden erfassten bereits mindestens 4.600 Ausländer, die trotz Sperre wieder in Deutschland auftauchten. Diese Zahl ist aber lediglich eine Dunkelziffer. Befördert wird dies dadurch, dass Einreise- und Aufenthaltsverbote mit Ablauf der Sperrfrist wieder aus dem Ausländerzentralregister gelöscht werden. Das heißt, Personen, die während einer Sperrfrist eingereist sind, können später nicht mehr rückwirkend ermittelt werden. Gerade bei Clankriminellen hat die Abschiebung eine zumindest kriminalitätsbegrenzende Wirkung. Doch diese
lachen nur darüber. Außerdem scheiterte ein großer Teil der Abschiebungen bereits im Ansatz. 2024 sind 61% aller Abschiebungen gescheitert. Das betrifft fast 24.000 Personen. Und im dritten und letzten Punkt, Strompreis explodiert. Fossile Kraftwerke müssen in der Dunkelflaute Höchstleistungen liefern. In der zweiten Novemberwoche war das deutsche Stromnetz enorm gefährdet. Die über 30.000 Windkraftanlagen sowie 3,4 Millionen Photovoltaikmodule lieferten fast nichts. Es gab jene Dunkelflaute, vor der die Energiewendekritiker schon immer gewarnt haben. Wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, bleibt der klimaneutrale Strom aus. Genau so ein Szenario lässt aber die Strompreise explodieren, die eh schon hoch genug sind. Die Kilowattstunde kostet dann um die 80 Cent. Dies betrifft dann vor allem gewerbliche und private Verbraucher mit digitalen Stromzählern und dynamischen Tarifen. Nur die verbleibenden Kohlekraftwerke sowie teuren Gaskraftwerke, Frackinggas aus den USA, Stromimporte sowie Lastabschaltungen, auch so weit sind wir schon, sorgten nach dem Atomausstieg dafür, dass es da nicht zum Blackout kam. Doch der Strompreis bleibt auch bei Stromüberschuss hoch. Das benachbarte Ausland will den klimaneutralen Strom gar nicht haben. Deutschland bezahlt für die Abnahme und dann wieder zusätzlich bei dem Import des Stromes. Der Energiewende-Wahnsinn kostet Deutschland jedes Jahr Milliarden und jeden von uns einen Strompreis von um die 40 Cent pro Kilowattstunde. Danke für euer Zuhören. Schönen guten Abend auch von mir. Teile meiner Rede waren schon letzte Woche eigentlich geplant und der Rest ist, ich hoffe, nehmen kostenfrei. Am diesjährigen Volkstrauertag gedachten auch wir, die Anhänger der Freien Sachsen, der Region und das Bündnis Oberlausitz, wieder den gefallenen Soldaten der letzten Kriege. Okay. Ich möchte mich heute hier bei allen Unterstützern bedanken, die unsere Aktion möglich gemacht haben. Neben der AfD und vereinzelten örtlichen Vertretern hat unsere Gruppe in diesem Jahr wieder 35 Denkmale in 25 Orten der Altkreise Zittau und Löbau sowie in 4 Ortschaften des böhmischen Grenzgebietes mit Blumengestecken und Schleifen mit der Aufschrift "Nie wieder Krieg" geehrt. Hinzu kamen auch noch private Initiativen in Heinewalde und Spitzkummersdorf. Spezieller Dank gilt natürlich auch den uns unterstützenden Gärtnereien, unter anderem der Gärtnerei Dienl aus Herrnhut. Leider musste auch dieses Jahr wieder festgestellt werden, dass zum Beispiel in Bertsdorf die Schleifen der AfD von den üblichen Verdächtigen entfernt wurden. Für mich ist das schäbigstes Verhalten. Vielleicht sollte seitens der Partei mal an gewisse Vorstände im Ort eine Anfrage gestellt werden. Ansonsten bleibt zu erwähnen, dass sich mittlerweile auch die Gemeindevertretung in verschiedenen Orten und vereinzelt sogar die sogenannte Christlich-Demokratische Union an den Ehrungen beteiligten. Einzelne Orte flaggten auch Halbmast. Man könnte denken, dass auch dank unserer Aktion teilweise ein Umdenken in gewissen Bevölkerungsschichten eingesetzt hat. Eine Ausnahme machen da die kirchlichen Vereinigungen, die immer mehr zum treuen Vasall des linksgrünen Staates verkommen.
Wer immer noch Mitglied einer dieser Vereinigungen ist, sollte umgehend über einen Austritt nachdenken. Wir sehen es im Angesicht der politischen Situation immer wieder als unsere Pflicht, an die Opfer der letzten Kriege zu erinnern. Aber leider interessiert die breite Masse der Leute diese Thematik nicht. Beispielsweise folgten vorletzten Sonnabend nur rund 300 Teilnehmer dem Aufruf des Bündnisses Oberlausitz zu einer Friedensdemonstration vor dem Alstom-Werk in Görlitz. Bleibt positiv zu bewerten, dass sich das hiesige BSW als einzige politische Bewegung an dieser Protestveranstaltung beteiligte. Ich möchte auch wissen, was diejenige Schicht der 30- bis 40-Jährigen, die ich hier jede Woche auf dem Rathausplatz leider vermisse, daheim ihren Kindern zu diesem Thema erzählt. In der letzten Woche eskalierte noch einmal die Lage im osteuropäischen Krisengebiet. Noch US-Präsident Biden erlaubte der Ukraine den Einsatz von ATACMS-Raketen, die auch schon kurze Zeit später zum Einsatz kamen. Russland antwortete mit dem Einsatz einer neuartigen Interkontinentalrakete mit noch unbekannter finaler Sprengkraft. Am Wochenende gaben auch Großbritannien und Frankreich grünes Licht für den Einsatz von Storm Shadow beziehungsweise Scalp-Raketen. Reichweite ca. 300 Kilometer, Stückpreis ca. 1 Million €. Gewisse Kreise deuten das als Kriegseintritt der beiden Staaten in den Ukraine-Konflikt. Bleibt zu hoffen, dass derjenige, der momentan den Sekundenzeiger kurz vor 12 anhält, keinen Krampf in den Finger bekommt. Die Folgen für unsere Heimat möchte ich mir lieber nicht vorstellen. Da das Haus Deutschland mittlerweile nur noch aus Brandmauern besteht, wird es leider so schnell auch kein gemeinsames Bündnis von Kriegsgegnern geben. Die aktuelle Wahlprognose mit bis zu 37% Stimmenanteil für die Kriegstreiberpartei CDU spricht da ja eine andere Sprache. Für den grünen Traumpartner wäre da auf jeden Fall auch noch Platz im Boot. Deswegen sollte meiner Meinung nach alles getan werden, um Neuwahlen im Februar zu verhindern. Momentan ist die Lage schon so traurig, dass ein Kanzler Scholz, vorausgesetzt, er fällt nicht zeitnah um, die eher schmerzfreie Lösung bis zu regulären Wahlen wäre. Jeder Tag Zeit bis zur nächsten Wahl, jede Firmenpleite, vor allem im Westen, könnte ein Gewinn für die Alternative sein. Denn ich denke, im Herbst denkt keiner mehr an den März. Aber leider waren ja unsere Ratschläge bis jetzt eh nicht so richtig gefragt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wo der weiße silberne Band sich schlingt um die Berge grünen Kranz, wo aus blauer Ferne der Jeschken ringt in der Abendsonne Glanz. Wo der Bergwald rauscht an der Lausche Hang, wo der Hochwald grüßend war, wo der Abendwind wie verschollener Sand um verfallenes Gemäuer klagt. Oberlausitz, geliebtes Heimatland, Glück und Reichtum bringst du mir. Wär's auch noch so schön, so schön im fremden Land, stets gehört mein Herz nur dir. Oberlausitz, geliebtes Heimatland, Glück und Reichtum bringst du mir. Wär's auch noch so schön im fremden Land, stets gehört mein Herz nur dir.